Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem weiteren Trinktest hier auf dem Kanal. Wir haben jetzt schon vier verschiedene Edeka-Eistees getrunken, krass. Und heute schauen wir uns sogar den fünften an, den bisschen außergewöhnlichsten, einen, wo ich ehrlich sagen muss, ich habe noch nie so mehrere Liter davon so verteilt irgendwie getrunken. Deshalb heute den Eistee mit Wildkirsche-Geschmack. Bam, ich habe jetzt schon eine Flasche getrunken, also ich weiß schon, wie es schmeckt und so. Ich muss sagen, interessant. Und deshalb schauen wir uns das Ganze heute mal an. So, das Cover ist genau wie die anderen gehalten, hier mit so diesem sehr wässrig aquafarbenen Wasserstrahl, hier mit Eiswürfeln, hier Kirschen, Edeka Eistee, alles natürlich in einem sehr roten Stil der Kirsche entsprechend gehalten. Geil. Was haben wir noch? Mit frisch aufgebrühten Hagebutten und Hibiskustee, wie auch alle anderen. Oh, Kamera kurz drin. Wie auch alle anderen. Ja, Eistees von Edeka, wer hätte das gedacht? Hagebutten und Hibiskus-Tee mit Wildkirsche-Geschmack. Vertrieben von der Edeka-Zentrale AG und Co. KG in 22291 Hamburg. Schöne Grüße an alle aus Hamburg. So, 1,5 Liter haben wir drin. Da sind die Nährwerte und ansonsten, ich finde es schön. Ich finde es halt auffallend. Ich mag die Farbe Rot so im Zusammenhang mit bestimmten Dingen. Vor allem mit der Kirsche logischerweise auch. Und ja. Geil, ich finde es echt schön. Leute, kommen wir direkt zu den Nährwertangaben je 100 Gramm, ob wie gut das Ganze hier ist oder je 100 Milliliter. Wir haben einen Energiewert von 114 Kilojoule bzw. 27 Kilokalorien. Ist okay. Fett haben wir 0,1 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 0,01 Gramm. Kohlenhydrate 6,2 Gramm. Ja, Zucker jetzt auch 6,2 Gramm. Leider zu viel. Eiweiß haben wir 0,1 Gramm und Salz 0,005 Gramm. Ansonsten, ich finde es grundsätzlich gut, auch die Kalorien jetzt nicht so tragisch, aber was mich ein bisschen nervt, ist halt natürlich der Zucker. 6,2 Gramm, eindeutig zu viel für ein Alltagsgetränk. Wenn ihr mal 100, 200 Milliliter davon am Tag trinkt, ey, das bringt euch nicht um. Aber bedenkt dran, diese 200 Milliliter jetzt zum Beispiel in dem Fall, hätten schon mal über 10 Gramm Zucker, sogar über 12 Gramm Zucker. Also, ja, muss man sich, ich finde, sollte man sich zweimal überlegen, ob was man da drüber stellt, Geschmack oder Gesundheit, aber grundsätzlich, es geht schlimmer, es geht aber auch viel besser. So, und jetzt, wollte ich schon aufmachen schon wieder, jetzt kommen wir erstmal zu den Zutaten. Wir haben als Hauptzutat 61,7% Hagebuttentee, bestehend aus Wasser und der Hagebutte. Wer hätte das gedacht? Wir haben 30,9% Hibiskustee, bestehend aus Wasser und dem Hibiskus. Wer hätte das gedacht? Dann haben wir direkt danach der Zucker. Habe ich schon vermisst, ich dachte mir schon. Okay, aber hauptsächlich Hibiskustee und Hagebuttentee, aber wenigstens Tee. Also es ist OG-Tee, das ist nicht Wasser mit irgendeinem Schwarztee-Extrakt, wie wir es halt auch kennen. Es ist Tee. Ich finde, ein Eistee sollte sich nur Tee nennen, wenn es auch ein Tee ist. So, da werde ich schon wieder wütend. Dann haben wir 1% Sauerkirschsaft aus Sauerkirschsaftkonzentrat. Wichtig und richtig, dass wir jetzt nicht nur irgendwie ein künstliches Aroma oder so haben, zu dem wir natürlich, denke ich, auch noch kommen werden. Aber ja, wir haben 1%. 1%, ganz ehrlich, von dieser ganzen Flasche 1% Sauerkirschsaft ist halt, ja, ist halt hier so ein Boden. Aber hey, wenigstens. Dann haben wir Aroniasaft aus Aroniasaftkonzentrat. Saugeil. Aroniakirsche? Ja, Aronia war eine Kirsche, ne? Aroniabeere? Ne, Aroniabeere, oder? Oh Mann, ist das gerade peinlich. Ich schreibe es auf jeden Fall dazu, aber ich glaube entweder Kirsche oder Beere. Oh Mann, auf jeden Fall mag ich auch Aroniasaft zum Beispiel. Aber wenn ich gerade nicht weiß, ob es eine Beere oder eine Kirsche ist, peinlich. So, dann haben wir Säuerungsmittel, Zitronensäure, der Klassiker. Ich meine, in jedem Geschmacksgetränk gefühlt drin. Ja, bin ich jetzt kein Fan von. Antioxidationsmittel haben wir Ascorbinsäure, noch ein bisschen Vitamin C dabei, sehr gut. Und zu guter Letzt ein künstliches Aroma. Hier nochmal eingeblendet. Ja, kriegt natürlich am Ende keine Gesundheitsempfehlung, aber als Gesundheitsnote geben wir hier eine 4-. Es ist der echte Tee, aber es ist trotzdem so viel Zucker, die Zitronensäure, die Aromen. Trotzdem haben wir wenigstens, ja doch, ich gebe eine 4-. Doch, ist fair für ein Getränk, würde ich sagen. Natürlich keine Gesundheitsempfehlung, aber wir schauen uns das Ganze jetzt im Geschmack an. Wie ich schon gesagt habe, sehr zitronenlastig. Bevor ich jetzt die neue Flasche aufmache, tue ich das aus der alten. Die ist trotzdem noch fast voll, aber einschütten ist ja genau das gleiche Produkt. Keine Sorge, ich wollte halt nur zur Vorstellung natürlich eine volle Flasche nehmen, wie immer. So, wir schütten hier ein bisschen Wasser ins Glas ein. Wie gesagt, sehr rot, sehr kirschlastig.
Oh, jetzt kommen wir hier wieder zu der Präsentationsflasche. Okay, Leute, aufs Wohl. Ja, sehr kirschig. Es ist schon auch ein intensiver Kirschgeschmack. Was wir auch bei vielen Eistees nicht haben, es schmeckt halt. Und hier, man könnte es mit nichts als Kirsche verwechseln, so wisst ihr, wie man. Und es ist angenehm. Ich dachte mir so, oh Mann, jetzt irgendwie so ein paar Tage lang, ich habe mir gleich einen Sixer geholt, halt, ein paar Tage lang jetzt hier so ein, so ein Eistee-Kirschsaft trinken. Ich weiß ja nicht, aber ich muss sagen, ich bin positiv überzeugt, deshalb aufs Wohl. Oh, schmeckt einfach schon rot, so wisst ihr, wie ich meine? Also sehr, sehr intensiv das Aroma meiner Meinung nach, weil es kann nicht von dem Wildkirschsaft stammen, obwohl Wildkirsche sehr intensiv schmeckt. Frage ich mich echt, aber sehr unterstützend Aroma, sehr intensiv nach Kirsche. Ich glaube, nach diesem Sixer werde ich es erstens eh nicht mehr trinken wegen der Gesundheitsnote, aber auch rein vom Geschmack könnte ich, glaube ich, erstmal eine Zeit lang keinen Wildkirsch-Eistee trinken. Aber trotzdem gut und so einzigartig. Also ich sag so, als Dauergetränk würdest du eine 2 plus von mir kriegen, aber so auch mit dem Aroma kriegt es von mir eine 1 minus. Geschmacksnote, Leute, 1 minus, weil es schmeckt echt gut, es schmeckt intensiv, auch wenn das Aroma unterstützt, natürlich, aber ja, es ist so einzigartig, so ein bisschen mal was anderes und deshalb hier wirklich geil, Geschmacksempfehlung auf jeden Fall am Ende, natürlich, insgesamt keine Empfehlung. Leute, also von der Gesundheit würde ich nicht trinken. Trotzdem, hier mal wieder ein kleiner Einblick vom Edeka Eistee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Immer schön happy bleiben, niemals aufgeben. Und wenn ihr mal, genau, für wen ist das was? Das ist für jeden Kirschsaft-Fan, der jetzt nicht zu viel Wert auf Natürlichkeit oder richtigen Kirschinhalt legt. Für alle, die vielleicht ein bisschen mal was anderes, einen anderen Eisteegeschmack ausprobieren wollen. Und für alle, die sich ungesund ernähren wollen. Ja, für die ist es was. Leute, ich wünsche euch was. Immer schön happy bleiben, niemals aufgeben. Ich freue mich über ein Abo für zukünftige Unterstützung. Und ansonsten, wir sehen uns. Ciao, ciao.